Es ist Donnerstag, der 29. Mai 2014. Passend gekleidet wartet Bürgermeister Dr. Michael Hiegel vor dem Meitinger Rathaus zusammen mit vielen Freunden der Partnerschaft Meitingen-Posoge auf das Eintreffen der Gäste aus der französischen Partnerstadt, um zusammen 3 Tage lang das 40-jährige Bestehen dieser deutsch-französischen Freundschaft zu feiern. Als Vorhut treffen 14 Radfahrer aus Posoge ein, die an 7 Tagen die 1200 Kilometer lange Strecke von Posoge nach Meitingen geschafft haben. Sie wurden auf der letzten Etappe von 11 Radfahrern aus Meitingen begleitet. Ihnen folgen 2 Busse mit weiteren 80 französischen Gästen. Gäste beeilen sich sichtlich, möglichst rasch ihre deutschen Freunde zu treffen. Für eine herzliche Begrüßung lassen sie sich aber viel Zeit. Die Musikanten aus Erlingen setzen mit ihrer Musik den bayerischen Akzent und beginnender Regen veranlasst einen vorzeitigen Umzug in den Bürgersaal, wo sich fleißige Helfer um die kulinarische Erstversorgung bemühen. Diese Gruppe überrascht die Gäste mit einem französischen Lied. Die deutsche Version geht jedoch deutlich leichter über die Lippen. Den Gästen gefällt's. Herzlich willkommen im Meitingen, allen Freunden des Amis, für Tage der Freundschaft, Jour des Amis. Ich möchte Sie ganz herzlich heute willkommen heißen. Noch schnell ein Biss in eine bayerische Breze, ehe die Zuordnung auf die Gastfamilien beginnt. Noch eine kleine Wegzehrung gefällig, ehe es zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu den insgesamt 55 Gastfamilien geht, wo der erste Abend verbracht wird. Am Freitagabend trifft man sich nach einem erlebnisreichen Tag in Augsburg vor der Meitinger Gemeindehalle, wo gleich 4 Kapellen zur Begrüßung aufspielen. In der Gemeindehalle begrüßt diese Bläsergruppe die Gäste musikalisch, ehe Madeleine Engelhardt, Helena Kilian und Anna Enzler die Anmoderation der einzelnen Programmpunkte dieses Festabends übernehmen. Diese Partnerschaft ist nicht nur eine Verbindung zwischen 2 Gemeinden Europas, sondern sie ist viel mehr. Aus Partnerschaft wurde über die Jahre hinweg Freundschaft. Eine Freundschaft zwischen deutschen und französischen Familien, zwischen Schulen und zwischen Schülerinnen und Schülern. Deshalb werden auch die Schulen einen Teil zu unserer Feier heute beitragen. Mesdames et Messieurs, nous nous sommes aujourd'hui rassemblés pour fêter le 40e anniversaire du jumelage entre les villes de Posoge et Meitingen. Cette amitié n'est pas qu'une simple liaison entre 2 villes européennes, elle signifie bien plus. Es ist mir eine Ehre, Sie heute Abend anlässlich unseres 40-jährigen Partnerschaftsjubiläums ganz herzlich Sie alle hier in diesem schönen Saal begrüßen zu dürfen. Es freut mich, dass Sie, liebe Freunde aus Posoge, den Weg auf sich genommen haben,
allen voran Sie, werte Frau Bürgermeisterin Michelle Devan, und das Komitee, lieber Freund Gerard Popper. Herzlich willkommen in Meitingen. Die Veranstaltung wird auf Großbild übertragen und Bürgermeister Dr. Hiegel würdigt in seiner Begrüßungsrede die Verdienste der eingeblendeten Personen aus beiden Kommunen, die sich um die Partnerschaft sehr verdient gemacht haben. Also mein lieber Hansel, mon cher Hans, wie bist du denn zu der Ehre gekommen, hier zu sein? Pourquoi es-tu ici ce soir? Mit viel Humor gewürzt, aber auch besinnlich und dankbar, beleuchten die beiden Gründerväter Hans Farion und Norbert Nedopil zweisprachig die Partnerschaft, die mittlerweile über 40 Jahre Bestand hat. Da kam eine Anfrage wegen einer Jugendgruppe aus Bussoge. Les Français voulaient tout le contraire. Brot beim Essen, du pain en mangeant, Leitungswasser, de l'eau du robinet, wo wir doch lieber Bier trinken. Das Bier hat mir auch bald gut geschmeckt. Ils sont, oui, oui, ils sont bien adaptés à la bière. Du weißt doch noch, la lune est pleine et moi aussi. Und für die, die das noch nicht verstanden haben, was das bedeutet, das heißt, der Mond ist voll und ich bin es auch. Und lasst uns doch das gemeinsam exerzieren. La lune est pleine et moi aussi. Tous ensemble. La lune est pleine et moi aussi. Unsere Abschlussbotschaft, ihr Jüngeren, bleibt dran an dieser Partnerschaft. Notre message final, vos jeunes, vous les jeunes, continuez à cultiver ce jumelage. Vive l'amitié, Meitingen, Bussoge. Es lebe die Freundschaft, Bussoge, Meitingen. Es folgt ein buntes Programm der Meitinger Schulen. Wurde die Schulpartnerschaft zwischen der Hauptschule Meitingen, heute heißt sie ja Mittelschule, und dem Collège Privé Antoine de Saint-Exupéry in Bussoge offiziell anerkannt. Und seit 1981 sind wir stolz darauf, dass jedes Jahr ein Schüleraustausch durchgeführt werden konnte. Wir sind zuerst über Straßburg gefahren, danach haben wir das Schloss Chambord besichtigt und danach sind wir in Bussoge angekommen. Am nächsten Tag haben wir dann einen Stadtrundgang gemacht und vorher haben wir uns noch die Schule, das Collège Antoine de Saint-Exupéry angeschaut. Zum Beispiel jetzt, dass wir das französische Alltagsleben beobachtet haben und erlebt haben. Ganz einfaches Beispiel, wie jetzt in der Familie, wie es sich da so lebt, was für Unterschiede es gibt. Oder zum Beispiel in der Schule, Frankreich hat ein anderes Schulsystem als Deutschland. Jeder darf in seiner Sprache mitsingen, egal ob auf Französisch, Englisch oder Deutsch. Aber unbedingt, alle müssen mitmachen bei den Bewegungen. Darum alle bitte aufstehen. Die Kinder machen es ihnen vor. Die sind los.
vu tant d'enfants sur scène, vous vous demandez certainement où et qui sont. Als Teenager standen Magali und ich uns im Jahre 1991 in Pusoche das erste Mal gegenüber. Ich jedenfalls mit sehr weichen Knien und einem gehörigen Respekt vor meiner eigenen Courage. Alors, par exemple, ma maman voulait savoir ce qu'elle avait envie de manger. Alors Claudia répond ce qui se fait habituellement. Alors elle pensait plutôt à la nourriture quotidienne. Moi, ma traduction que j'ai donnée à maman s'est dirigée plus vers les spécialités régionales. Et voilà comment Claudia fut amenée à goûter pour la première fois de sa vie des huîtres, ce qu'elle n'aurait jamais fait si on avait demandé. Berichten die beiden Vorsitzenden der Partnerschaftskomitees über ihre Arbeit. La charte signée en 1973 par Monsieur Chartier, alors maire de Pouzauges, et Monsieur Rigueur, maire de Mattingen, a concrétisé ce lien qui unit nos deux villes. Die Urkunde, die 1973 von Herrn Chartier und Herrn Rieger, den damaligen Bürgermeistern von Pouzauges und Meitingen, unterzeichnet wurde, hat die Verbindung zwischen unseren beiden Städten besiegelt. Zum Schluss ihrer Rede überreichen Renate Unger und Gérard Poupin an Andreas Franz und Samuel Cassero symbolisch jeweils eine Pflanze mit der Bitte, die Pflanze Partnerschaft zwischen Pusoge und Meitingen weiterhin zu pflegen. Madame la Présidente, Renate Unger, Monsieur Alfred Stator, Madame Rosa Rieger, Madame Renate Buffy, Monsieur le Président Gérard Poupin. Nach der persönlichen Ansprache vieler verdienter Ehrengäste sagt Bürgermeisterin Michelle Dewan: Je vous souhaite. Ihnen und uns wünsche ich, dass die kommenden Jahre ebenso friedlich wie die vergangenen Jahre sein mögen und dass sie unter dem Zeichen der Offenheit und der Verständigung zwischen den Völkern stehen. Es lebe die Partnerschaft Meitingen-Pusoge, es leben alle Partnerstädte, es lebe Europa. Un monde aux milliers de sourires.
milliers de chansons. Mesdames et Messieurs, il y a quelques semaines, lorsque j'étais en vacances en famille en Alsace, ma fille de 8 ans m'a interrogé sur les cimetières militaires dominant cette région. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt fällt es mir ein bisschen leichter in meiner Sprache, vor einigen Wochen im Urlaub im Elsass fragte mich meine 8-jährige Tochter, warum hier eigentlich überall die Schilder zu den Soldatenfriedhöfen stehen. Das war der Punkt, wo wir dann auf das Thema gekommen sind, wie kann man erklären, was war hier los. Und wenn man zurückschaut auf 1000 Jahre und dass im Elsass so viele Festungen auch gerade deswegen errichtet wurden, weil sich hier feindliche Staaten gegenüberstanden. Die Partnerschaft für Soschen-Eitingen mit ihren vielen Facetten soll weiterleben und viele Menschen zusammenbringen, Vertrauen schaffen und weiterhin viele persönliche Freundschaften fördern. Die Städtepartnerschaft ist heute ein wichtiger Bestandteil für unsere Kommune und darauf sind wir stolz. Werden die Partnerschaftsurkunden unterzeichnet. David Fritsch und Carla Sade verlesen den Text der Ergänzungen. Wollen die beiden Partner Meitingen und Posuch die Bande noch enger knüpfen. Wir werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen und weiter vertiefen. An erster Stelle soll das Bemühen um die Einbindung der jüngeren Generation stehen, die die Partnerschaft in Zukunft tragen und weiterentwickeln wird. So wollen wir den zu Beginn unserer Städtepartnerschaft gemeinsam beschrittenen Weg der Annäherung und Freundschaft zusammen weitergehen. Nun werden die obligatorischen Partnerschaftsgeschenke übergeben. Par l'artiste Klaus Quaschner et mise en scène, mise en œuvre par la société de mécano-souderie, l'entreprise Metallbau Ruprecht de Herbertshofen. Et à la présidente du comité du village, Renate Uhr. Bürgermeisterin Michelle de Vannes. Und Gérard Poupin, der Präsident des Komitees de Jumelage aus Pouzauge. Bürgermeister Dr. Michael Hiegel beendet mit seinen Schluss- und Dankesworten den offiziellen Teil dieser Festveranstaltung, ehe die Bläsergruppe den musikalischen Schlusspunkt setzt. Danke.
In einem Zelt neben der Gemeindehalle werden die Gäste im Anschluss an die Veranstaltung bewirtet und so manche Anekdote rund um die 40-jährige Partnerschaft zwischen Meitingen und Kossosch wird ausgetauscht. Mit Gitarrenmusik beginnt am nächsten Morgen die Vernissage der Hobbykünstler im Meitinger Rathaus. Zu sehen sind 60 Werke von 22 Künstlern aus Meitingen, Kossosch und Ay. Die beiden Bürgermeister zeigen ihre Begeisterung über die ausgestellten Werke, ehe der Eintrag in das Goldene Buch des Marktes Meitingen erfolgt. Unter den Bildnissen der Meitinger Ehrenbürger findet im Anschluss eine gemeinsame Sitzung der Ratsgremien statt. Unterdessen beginnt im Süden von Meitingen ein Rundgang zu markanten und interessanten Punkten in Meitingen. Der Rundgang durch Meitingen endet bei einer zünftigen Brotzeit im Zelt der Siedlergemeinschaft in der Nordfeldsiedlung. Fleißige Hände haben mittlerweile die Gemeindehalle für den bayerischen Abschiedsabend hergerichtet. Ein Großteil der Besucher zeigt sich zünftig bayerisch und die SGL-Kapelle hat ihr Repertoire voll auf das Motto ausgerichtet. Eine Hochzeitssuppe als Vorspeise und ein Schweinebraten als Hauptgang ist an einem bayerischen Abend obligatorisch. Natürlich darf auch das Bier im Maßkrug nicht fehlen, das seine Wirkung nicht verfehlt. Auf der Leinwand werden den ganzen Abend über Bilder gezeigt, die an den eigentlichen Anlass dieses Treffens erinnern. Nun wird ein Spiel mit internationaler Beteiligung angekündigt, das Maßkrugschieben. Thank you.
so manches Wasser weiß. So much herzliche Gratulation an die Gewinner. Bayerische Kost ist etwas schwer verdaulich, aber es gibt ja ein bewährtes Hausmittel. Die SGL-Kapelle begeistert die Gäste besonders mit bekannten Ohrwürmern. Zum Nachtisch gibt es eine besondere Überraschung. Wir feiern ja Geburtstag. Und was gehört zu jedem richtigen Geburtstag? Eine Geburtstagstorte. Und die haben die beiden Herren gerade hier hereingetragen. In Teamarbeit schneiden die beiden Bürgermeister nun die Geburtstagstorte an und die SGL-Kapelle bringt für die nun 40 Jahre bestehende Partnerschaft ein Ständchen. Ich möchte heute nur ganz kurz Danke sagen. Bürgermeister Dr. Michael Hiegel bedankt sich zum Ende dieses Abschiedsabends bei allen, die dieses Fest vorbereitet und ausgerichtet haben. Und auch seitens der Gäste gibt es viele Komplimente für den Markt Meitingen und seine Bürger. Die SGL-Kapelle gibt nochmals richtig Gas, ehe beim Lied Sierra Madre endgültig Abschiedsstimmung aufkommt. Wenn die Arbeit getan und der Abend Frieden rücken, schauen die Menschen hinauf, wo die Sierra im Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht. Und aus tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet. Anschließend führt die Kapelle ihre Gäste hinaus auf den Vorplatz der Gemeindehalle, wo sie noch zu einem Abschiedsständchen aufspielt. Ein gigantisches Feuerwerk setzt den optischen Schlussakzent für diese Begegnungstage. Busse stehen bereit und es heißt nun endgültig Abschied zu nehmen. Also,
Gäste und Gastgeber sind sich ganz sicher einig, dass diese drei Tage die über 40 Jahre bestehende Partnerschaft zwischen Pozsony und Meitingen erneut bereichert haben und sicher noch lange in guter Erinnerung bleiben werden. Es lebe Pozsony, es lebe Meitingen!